Total und recht herzlich willkommen bei der absolut neuen Sendung. Lasst euch überraschen, krass Facebook. Ja, meine Sendung wird heißen krass Facebook, weil ich bei Facebook und Co. so viel Krasses erlebe, dass ich dieses jetzt auf den Weg bringe. Nicht hier, sondern im Studio. Und ihr wisst, ich arbeite dran, dass das ordentliche Videoclips werden. Ich habe gerade Rücksprache gehalten mit sehr vielen Schauspielern, die auch hier waren und denen ich heute einige Kopien machen musste. Die haben also auch Bücher geschrieben und diese Bücher werde ich demnächst auch vorstellen. Also, ich habe ja mit vielen Medien zu tun, privat, regelrecht nicht, sondern beruflich. So, da haben wir den ersten Fall. Schaut mal, bewertet mich mal bei Google. Da war eine Firma bei mir und die hat mir das so hingehalten so und hat gesagt, sie sind redifizierte Google und haben mir dann gezeigt, dass das, was ich hier mache, wunderbar ankomme. Lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht Google, es war diese Firma hier, Panolokal. Panolokal, ja, die Firma war das. Ja, und ich fühle mich ein bisschen geprellt jetzt von 800 Euro. 800 Euro fehlen mir jetzt für nichts, für gar nichts, für super gar nichts. Ich will mich auch gar nicht aufregen, wenn da einer mit so einer ganz kleinen Kamera kommt und hier angeblich 360 Grad Bilder macht und was weiß ich nicht alles. 8 Wochen läuft da angeblich die E-Mail falsch. Also wenn ich merke, die E-Mail, also ich e-maile euch und merke, die E-Mail funktioniert nicht, dann kontaktiere ich euch sofort und sage, ey Leute, da läuft was schief. Ich will euch ja betreuen. Also ich betreue ja hier diese ganzen Künstler. Und die ganzen Künstler wissen, dass ich sie wirklich betreue. Ich hatte ja gerade auch einen Künstler hier an der Theke und den ich halt... Dies auch. Der hat sich abgerollt und so, sag ja, toll, 800 Euro weg. Aber egal, krass, Facebook kommt auf euch zu, krasses Facebook. Ich werde Facebook analysieren, werde Facebook auseinandernehmen und werde euch viele gute, verdammt gute, sehr gute Seiten offerieren. Und ich werde natürlich auch die schrägen, die schrägsten, die absolut schrägsten Nummern auch eröffnen. Das werde ich aber vorher immer sagen. So, jetzt bei der Ankündigung, krass, Facebook. Ich habe gerade noch mit Detlef Scholzen krass Schule gesprochen. Momentan ist er nämlich zu sehen in den neuen Folgen. Da sind auch sehr freizügige Szenen zu sehen in der 154., in der 155. Das könnt ihr natürlich alles sehen bei RTL 2. Krass Schule. So, meiner einer schaut sich das irgendwann an bei TV Now. Das habe ich ihm auch gerade gesagt. Ich kümmere mich drum. Ich werde da Sequences irgendwie machen. Ich werde eine neue Sendung kreieren, auf den Weg bringen. Meine lieben Freunde, Sendungen kreieren, Sendungen auf den Weg bringen, das ist viel Arbeit. Das ist verdammt viel Arbeit. Aber egal. So, Frank war hier. Ne? Frank Wendler war hier mit seinem neuen Lied. Habe ich jetzt gerade vergessen, aber hört rein. Am 1.11. erscheint, also noch einmal, nicht vergessen, Frank Wendler war hier. Habt ihr ja gesehen. Wir haben Gespräche geführt, wir haben ein paar Testaufnahmen gemacht und ich muss jetzt gucken, wie ich im Jahre 2020 ein neues Studio baue. Denn ich möchte für meine normalen Kunden, die keine Stars und Sternchen sind, ein wunderbares Studio bauen, wo sie direkt rein können, auch mit Hochzeitskleidern, mit sehr teuren Kleidern. Im Moment biete ich das nicht an, weil sie können diese teuren Kleider etc. pp. Irgendwo anstoßen und dann wären die nicht mehr in Ordnung oder wären dreckig. Und das möchte ich nicht, weil wir ja natürlich solche Sachen haben. Guten Morgen, hallo! So, musste gerade eine Fotosession machen. Deswegen musste ich unterbrechen. Ich unterbreche immer, das wisst ihr, wenn Kunden erscheinen, die nicht sagen, Kamera ja, Kamera nein. Ich frage auch nicht, ich mache sowas nicht. Also, krass Facebook. Ich habe gerade mit Detlef Scholten gesprochen, der in einer Klinik momentan und dann auf einem Presseball. Krass Schule, ne? Detlef Scholten. Scholze, ne? Alles klar. So, also, wenn ihr mit so einer Maschine ankommt, ja, mit einer echt guten Diesel, das ist jetzt eine kleine Diesel, die große Diesel habe ich im Schrank. Also, wenn ihr mit einer Canon Diesel kommt, richtig gut, wo man, also mit der geht nicht, also wenn ihr wenigstens mit einer Diesel kommt, jetzt nicht mit so einer, ich zeige euch nachher, also wo man das hier aufmachen kann und so und gucken kann und mit so einem HD, ja, und mit so einer Diesel dann aufnehmt, klack, 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 und daraus 360 Grad Bilder macht, bin ich zufrieden, ist in Ordnung. Also wenn er mit Hightech kommt,
mit guter Hightech, mit einer guten Kamera. Hiermit werden zum Beispiel nur Passbilder gemacht und so. Mit den anderen, die auch 4K kann, wird natürlich, und die ausklappbar ist und alles, wird natürlich eine Menge anderes gemacht. Die stelle ich euch aber auch mal vor. So, wenn ihr also mit einer EOS arbeitet, für normale Sachen, eine Tausender reicht vollkommen aus, um Passbilder zu machen. Aber wenn ihr mit einer 5K arbeitet oder beziehungsweise mit einer 4K arbeitet, eine 5D, Canon 2, kann man natürlich viele Sachen machen und damit kann man natürlich auch Wahnsinnsbilder machen. Oder wenn ihr mit einer Lumix mittlerweile 4D arbeitet, also mit 4K oder 6K, die Lumix zum Beispiel 5, dann kann man davon ausgehen, dass da super tolle Bilder rauskommen. Ich habe 360 Grad mir angesehen, deswegen hatte ich ja gesagt, bei wunderbaren Firmen, die halt auch Technik anbieten und so weiter. Und da konnte man ranzoomen, wirklich, man konnte ranzoomen, man konnte sich die Kamera anschauen, man konnte den Preis lesen. Dann habe ich nichts dagegen, aber ich habe was dagegen, wenn jemand vorbeikommt, 15 Bilder macht mit einer Ritsch-Ratsch-Kamera, 15 Bilder, klick, 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 und mir dann 360 Grad anbietet und sagt, ich komme von Google. Ne? Und ist nicht Google, ist Panalocal. Ne? Dann habe ich schon was dagegen. Und dann 8 Wochen sich nicht meldet. Und wenn sie sich dann melden, heißt es, irgendwas war mit der E-Mail. So, wenn irgendwas mit der E-Mail ist, dann ruft man den an. Ich brauche die E-Mail, bei uns ist was schiefgelaufen, aber nicht nach 8 Wochen direkt mit einer Rechnung kommt. So, der junge Mann war noch nicht ganz drin mit seiner kleinen Minikamera und mit seinem kleinen Mini-Stativ. Deswegen fiel das auf. Weil Google macht sowas nicht. Auch redifizierte Firmen von Google machen sowas nicht. So, das lassen wir jetzt aber, das ist halt krass Facebook. Unser einer ist halt bei Facebook, unser einer ist in der Welt der Medien, unser einer ist halt da und er ist halt seit 1996 bei Alarm für Cobra 11 und da ändert sich was. Es ändert sich auch hier bei Herrn Wendler ab 1.11. und es ändert sich halt viel. So, ich bin auf der Seite von Detlef Scholzen, der halt krass Schule macht und momentan in einer, wie gesagt, Schlaf-Sache ist, um einige Sachen nachschauen zu lassen, weil auch Schauspieler unter Stress leiden. Ich hatte auch gerade noch ein Gespräch gehabt, wie die sagten, man ist gerade am Drehen, schon schaut man, wo man weiter drehen kann. Ist da normal in diesem Beruf so? Alle Schauspieler, die hier sind und auch alle Künstler müssen ja irgendwo Geld verdienen und müssen ja auch irgendwo unterkommen. Vor ein paar Sekunden ging hier mein Smartphone wieder und dann habe ich natürlich Tom Beck mit Pia Sötzenstein gesehen, also Stutzenstein. Die beiden hatten da Blödsinn gemacht und sind dabei fotografiert worden und dann wurde natürlich ein Text dabei gefügt. Und das ging jetzt rund und könnt ihr auch auf meiner Seite sehen. Ich sehe gerade hier, muss die Seite aktivieren. Ist aktiviert und kann gleich wieder loslegen. Also wie gesagt, wenn man mit so einer kleinen Ritsch-Ratsch-Kamera ankommt, nicht größer, ja, und nur 15 Bilder macht, und aus diesen 15 Bildern macht man 360 Grad. Da kann man nicht stimmen. Also ich bin schon ein bisschen was anderes gewohnt. Gut, ich fühle mich nicht so wertvoll wie diese Wahnsinnsfirmen, die ich gerade genannt, wo man wirklich durchfahren kann. Also die Kamerafahrt. Ja. Also man wird ja leider, ne, betrogen, wo man daneben steht. Eine Wahnsinnskamerafahrt durch den Laden. Ja. Ah, herrlich, 360, man konnte sich alles anschauen. Ja, bei mir wäre 15 Bilder, aus den 15 Bildern hätte man dann hier sowas gemacht. Für 800 Euro. Nee. Es ist ein riesen Fehler passiert und deswegen habe ich Nein gesagt. Und da stehe ich zu und deswegen mache ich es öffentlich. Für 800 Euro, nein, danke, ich will nicht. Ich sage jetzt auch in laufender Kamera, lass mich bitte damit zufrieden. Wenn, kann ich das alles selber. Ich mache auch alles selber. Alles, was man sehen kann, ist von mir gemacht worden. Ich werde auch gerade hier wieder animiert, umzusteigen auf einen anderen Browser. Also, ne? Ja, ich habe gerade vom Detlef gesprochen und schon hat Detlef mir eine Sprachnachricht zukommen lassen. So, ich höre jetzt wieder auf, weil ich euch die Sendung präsentieren möchte. Krass, Facebook. Und lasst euch über, ja, ich hoffe. Ich habe aber leider festgestellt, dass man mir auch wieder ein neues Programm-Update gegeben hat. Und dieses neue Programm-Update hat einen Bug. Ob sie das jetzt extra gemacht haben, weiß ich nicht. Damit ich wieder was nachkaufe, sowas ist ja leider auch. So, ich habe natürlich Schnittprogramme, mit denen ich, wie gesagt, gerne arbeite.
unser seit 1996 arbeite und mir jedes Mal ein Update kaufe, manchmal alle 6 Monate, hin und wieder mal pro Jahr, ist ja nun mal so. So, jetzt bin ich natürlich schon ganz weit oben angekommen mit den Updates bei 4K, 8K und ach, alles, was da angeblich drin ist. Nur jetzt stelle ich fest, mache ich lange Videos, ist alles schwarz, aus welchem Grund auch immer. So, da ich ja genügend Studios habe, gehe ich jetzt in dieses Studio hier und mache es hier. Ich habe auch extra alles mitgenommen. Heutzutage sind die Festplatten von 2 GB mittlerweile ziemlich klein. 2 GB kann ich da Informationen mit mir rumschleppen. Ne? Brauche auch kein Stromkabel mehr wie früher. Ne? So, dann habe ich auch meine Adaptoren. Ich bin jetzt nicht bei 3.0, bin immer noch bei 2.0. Werde auch irgendwann mal USB 3.0 besorgen. Ob das alles richtig ist, weiß keiner. Aber jedenfalls kann ich alle hier bearbeiten. Somit bin ich absolut flexibel. Mach eure Takes, mach eure Sachen, mach eure Werbung für Frank, auch für den Detlef Scholzen. Den habe ich jetzt da oben hängen. Hängt ja auch hier die Ostfriesen mit ihrer Bank hängen da. Aber ich bin sehr unzufrieden mit der Firma Panelokal. Panelokal oder was? Wie gesagt, der stand so vor mir. Wir sind von Google. Und so weiter und nachher, ja, steht der Name da unten. Also das bedeutet nämlich in Wirklichkeit, man soll diese Firma, nämlich ganz raffiniert, diese Firma soll man nämlich bewerten. Nicht diese Firma, meine Firma. Versteht ihr? Das ist die größte Raffinesse, die ich je erlebt habe. Ja? Weil bewerten sie uns auf Google 360 Grad und dann heißen die Panelokal, ja, und hat zugehalten und hat mir den Vertrag von Google verkauft. Der hat mir einen Google-Vertrag verkauft, wo ich dann 360 Grad euch allen anbieten kann mit 15 Bildern. Naja, egal. Ich musste mal, deswegen komme ich auf das krass Facebook, meine sehr verehrten Damen. Und ich werde euch aufklären, was M-Fokus bedeutet. M-Punkt-Fokus ist nämlich nicht Fokus. Ihr müsst nämlich aufpassen, was ihr da lest. Ne? Ob Klein Greta oder ne, irgendwelche Berichte, werde ich euch sagen, dieser Bericht ist ein Fake. So, das wird krass Facebook sein. Krass Facebook wird euch diese wirklich krassen zeigen, die euch abzocken wollen und euch auch wirklich abzocken, weil man kann nicht mehr auf alles aufpassen, auch ich nicht. Ne, das geht nicht, auch ich falle drauf rein und bin Vollprofi. Ich kann noch voller sein wie Profi, trotzdem werde ich reinfallen, das ist halt so. Aber ich werde mich bemühen, es aufzudecken, wenn ich reingefallen bin. So, bei der Firma Panelokal oder Panelokal, keine Ahnung, bin ich reingefallen. Ja? Bitterböse 800 Euro für nichts, für total nichts, für gar nichts. Ne? Also, das ist schon Hammer. So, und alle anderen, die mich da auf die Rolle bringen wollen, lasst es sein. Ich hatte einen gehabt, der wollte mir ein Buch andrehen für 8000 Euro. Ein Buch, ja. Für 8000 Euro. Ich habe gar keine Kunden, die solche Bücher haben wollen. So, ich werde aber ein Buch vorstellen von einem Schauspieler, weil ich ihn sehr lange kenne und Schauspieler, die ich kenne, ja, auch beruflich kenne und auch als Kunden kenne, da bin ich gern bereit, wie beim Frank, den ich schon seit über 10 Jahren kenne. Ja, ist ein toller Kunde, ist ein toller Freund, wir gehen uns beide nicht um Keks, wir machen höchstens Keks auf und bröseln rum. Ja, aber wir sind top unterwegs. So, wie Detlef Scholzen, auch top. Könnt ihr vielleicht hier irgendwo an der Wand entdecken. Hängt da ja. Und die Ostfriesen hängen da. Ich weiß nicht, wie der Winkel gerade eingestellt ist. Das war mal wieder so ein Spontan, den ich hier auch während der Arbeit fertigstelle. So, jetzt sehe ich meine Aufträge. Davon habe ich wieder genug, seht ihr. Ganz viele Aufträge. Ich muss die bearbeiten. Ich habe also nicht so viel Zeit. Ich habe wirklich nicht so viel Zeit. So, also ich muss arbeiten, Ladies and Gentlemen. Und ich freue mich, wenn ihr zuschaut und ich freue mich, wenn ihr mich antütet. Ich lese jetzt, was Scholzen gesagt hat, weil der ist auch wieder unterwegs. Krass Schule. Könnt ihr ja jeden Tag sehen bei RTL 2.